Den hatte ich aber beinahe, den Flammenschleicher, ne? Da hat nicht mehr viel gefehlt. Da hat... da hat noch genug gefehlt, aber... hat er mich da nicht gekombot und wäre da nicht so mega aggressiv geworden gegen Ende hin, dann wäre das auch alles glatt gegangen. Was hast du denn? Heilige Pfeile. Ah ja. Wenn man PlayStation Plus hat, kann man hier, wenn man die PlayStation-Taste drückt, kann man... Okay, das kann man hier, glaube ich, nicht. Weil ich nicht gerade bei ihm bin. Aber da kann man das hier auswählen. Und dann kann man... Jetzt hier nicht, aber hier könnte man zum Beispiel... hier drauf drücken, da wo das Glühbirnen-Symbol ist, und sehen, wie man das macht. Ganz schön cheap, aber naja. Wer es braucht. Gerade bei so einem Spiel wie Demon's Souls finde ich das irgendwie ein bisschen daneben. Naja, aber wer es braucht. Ich habe das für den Flamelurker tatsächlich mal nachgeguckt. Ich dachte, irgendwas muss der seine Schwäche sein. Seine Schwäche ist Magie. Wop, wop, wop. Oder man soll es zumindest mit Magie machen. Was nun mal total fresh ist, weil die meisten spielen halt nicht mit Magie. Und einfach zu sagen, ja, mach's doch mit Magie, Alter. Wieso machst du es hier so schwer? Mach's doch mit Magie. Mach noch die drei da oben. Und dann gehe ich wieder. Dann dürfte ich erstmal genug Halbmondgras haben. Ah, sind die gestorben? Nicht so stark, dass die dann mit dem Fallen noch sterben. Das finde ich ja gut. Oder sind die aufeinander gefallen? Nein. Die haben so wenig Leben nach einem Schlag, dass die, wenn die runterfallen, sterben. Finde ich herrlich. So. Dann gehen wir jetzt fein zurück. Und dann würde ich sagen... kaufen wir nochmal bei Patches ein und dann mache ich Schluss für heute. Weil ich habe auch keine Lust mehr. Beziehungsweise Lust ist noch da, aber ich bin ein bisschen... Wenn man Demon's Souls spielt, wird man nach einer Weile ganz schön fertig. Ausgelaugt. Ausgelaugt. Ausgelaugt wollte ich eigentlich sagen, aber naja. Wie teuer ist das denn? Das wären dann 10. Oder 11. Ich hoffe, ich lieber ein paar von denen. Okay. Hast du denn noch irgendwie was Geiles? Wegen des Dufts. Stellt langsam MP über Zeit wieder her. Das ist auch so ein Ding. Das braucht auch kein Mensch. Außer du bist Magier. Ich schrieb nochmal mit Ostrava, ob der irgendwie was Neues zu sagen hat. Gibt es die Legende von den zwei Schwertern und den zwei Schwertern, Schwert, der einsame König Dora? Doch in dieser düsteren Zeit... Habe ich das schon ge... Also das kommt mir bekannt vor. Im Land führte Boletaria mit einer Tafelrunde mutiger Ritter. Die edlen Zwillingsfänge Velafex und Bior, Alfred, der Turmritter, Metas, der Durchdringer,
Das kommt mir so mega bekannt vor. Habe ich das schon mal gehört oder habe ich das in einem anderen Let's Play gesehen? Das wäre natürlich doof, dass ich dann hier alles wegdrücke. Naja. Mann, das ist so scheiße, dass ich diese Kackrüstung tragen muss. Oh, da will ich das hier nochmal mit versuchen. Dann tut aber alles weh wie Sau. Ich guck mal, wie die Lamellenrüstung, Hallo, ich passe gut auf eure Sachen. Wie viel Verteidigung, Feuerverteidigung die hat. Und das hat 21. Würde ich die Lamellenrüstung nochmal rausholen wollen? Da darf ich aber wirklich nicht mehr viel tragen. Vielleicht probiere ich den Kack-Dämon nochmal. Aber diesmal mit den Lamellenrüstungen. Ich bin zwar schwerer. Gut schwerer. Bin ich, Ist eigentlich das Claymore leichter? Nein, das ist sogar noch schwerer als das Bastardschwert. Ja, was ich jetzt vorhabe, ist noch einmal den, Feuerschleicher zu probieren. Wenn nicht, dann nicht. So. Das mache ich andere Gebiete so lange noch. Bevor ich den Feuerschleicher nicht, also wenn ich ihn nicht besiegen kann. Wenn das einfach nicht geht. Obwohl ich gerne die Seelen von dem bekommen würde. Nicht nur die Bossseele, die ist mir relativ egal. Egal ist die nicht. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, die Bossseele von dem. Lässt Ed, also den anderen Schmied, also den Schmied hier in dem Gebiet, der lässt ihn, die Bossseele lässt ihn andere Sachen schmieden. Deswegen wäre die Bossseele gar nicht mehr so verkehrt. Das war knapp. Weil wir sind, glaube ich, immer noch hoch genug, dass wir sterben würden. Habe ich eigentlich... Nein, habe ich nicht. Die in zunehmendem Mondgras ausgerüstet. Nimm das mal. Rüste das schon mal aus. Gegen wen kämpfst du da, mein Freund? Aber wieso hast du da gerollt? Da sind meine Seelen, die sind mir aber relativ egal, weil da dürfte eigentlich nicht mehr viel bei sein. Okay, so viel macht der Feuerschaden mir auch nicht. Auch hier in dieser Rüstung. Geht eigentlich klar. Der Feuerschaden. So.
Nein, jetzt habe ich ein Vollmondgras gefressen. Ich wollte ein Sichelmondgras essen. Der hätte auch ein Sichelmondgras getan. Ja, ich bin ein bisschen doof gerade. Ich wollte eigentlich zum Sichelmondgras wechseln, dann wechsle ich aus Versehen zum Vollmondgras. Und fress das aus Versehen. Scheiß Leben hat der. Ich meine, ich mache den immer 100 Schaden und trotzdem scheint ihm das kaum zu jucken. Okay. Okay. Das stand mir gerade im Weg. Deswegen wollte ich die einfach weghaben. Der wird voll aggressiv, der Penner. Ich bin froh, dass ich die anderen Gräser gekauft habe und nicht den Halbmondgras. Das Halbmondgras. Willst du mich verarschen? Der hat kaum noch Leben. Nee, das versuche ich mir jetzt aber nochmal. Der hat kaum noch Leben gehabt. Wahrscheinlich noch zwei, dreimal und dann wäre er fertig gewesen. Okay.
Okay, nochmal. Also die Rüstung war schon die bessere Idee, weil die blockt auch gut gegen Feuer. Und die macht einfach viel... die blockt aber auch gut physischen Schaden. Weißt du was, ich heile mich jetzt nicht. Sondern bis zum Boss wird das ein bisschen durch den Ring geheilt und dem Boss wird das auch durch den Ring geheilt. Also wenn nicht, dann muss ich halt nur ein bisschen heilen, aber ich glaube, das brauche ich momentan nicht so sehr. Der rastet halt, wenn er ein gewisses... Guck mal, zum Beispiel jetzt hier. Da hat er mir jetzt Zeit gelassen, dass ich den in den Hintern hauen kann. Das lässt er später nicht mehr zu. Da muss man wirklich aufpassen. Okay, ich bin ein bisschen am Arsch. Okay. Guck mal, wie viele Leute hier am Kämpfen sind. Okay. Ein Viertel ungefähr haben wir schon mal down. Okay, 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 okay. Da hätte ich mit ein Dinges heilen sollen. Ich möchte nicht in die Ecke. Boah, da bin ich ein bisschen weit geflogen.
Okay, ich habe nur 4 zunehmende Mondkräuter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Wenn er in so einen Rage kommt, da, was sollst du dann noch machen? Der war aber auch schon wieder ganz gut dabei, ne? Der Kampf, der war... Ich hab nur noch 3... Oh, die 3 verschwenden wir jetzt, Komm mal auf. Die 3 Kräuter, die da versuche ich nochmal. Weil wir haben jetzt so viele auch nicht eingesetzt. Ich glaube, ich bin mit 7 reingegangen. Ich weiß, ich habe Sichelmundgras auch noch gehabt, aber auch nicht mehr so viel. Also, ich denke mal, wenn ich mich geschickt anstelle, dann kriege ich das auch mit 3 hin. Nur ich muss halt gegen Ende aufpassen, dass er mich nicht in so eine Rage reinbekommt. Weil ich habe auch immer so das Gefühl, dass es auch immer mein Fehler ist, dass er in so einen Rage reinkommt. Warte mal, ne. Hier runter war das. Und dann hier runter. Und da sind wir schon fast unten. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass es mein Fehler ist, dass ich den irgendwie dass der irgendwie in den Rage kommt und ich da nicht richtig handle. Es fühlt sich halt an wie mein Fehler. Ich gehe ein bisschen, jogge, damit sich das Leben ein bisschen schneller, also ein bisschen Zeit ist, damit sich das Leben regeneriert. Okay. Moin. Ratte. Außerdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass irgendwas im Weg ist. Die ganzen scheiß Säulen hier. Okay, gut. Gut. Wo kannst du hin an? Ich hab keine Ausdauer messen wollen. Ja, oder so eine Scheiße passiert. Ich bin einfach da irgendwo gefangen. Das passiert auch manchmal. Zum Beispiel jetzt ist er wieder hier in seinem Rage-Modus und ich bin voll am Arsch. Und ich bin in einer Höhle. Nee, da gehe ich auch nicht hin. Ich war nicht in der Höhle, aber ich war eingesperrt. Und da mache ich nicht mit. Mein Freund. Das Spielchen kannst du alleine spielen. Kommen hier doch nicht so nah, dass die Kamera rumspinnt.
Meine Fresse. Ich bin am Aufstehen, mein Freund. Ich versuche es ohne jetzt mal zu heilen. Oder ich versuche das mit dem Ring der Regeneration so ein bisschen hier handzuhaben. Fuck die Bitch, ich muss heilen. Ich hab den aus Versehen abvisiert. Beziehungsweise ich war zu weit weg. Da hat er automatisch abvisiert. Der rastet vollkommen aus. Okay, in der nächsten Folge, wo mein Arm tut voll weh aus irgendeinem Grund. Ah, was ist das denn? Au. Gut, meine Finger tun sowieso weh, weil ich voll verkrampft das Gamepad gehalten habe, weil ich war ein bisschen angespannt. Aber das ist mein... Okay, der Arm, der geht eigentlich. Aber... Alter, der Arm... Ja... So... Hier tut sehr weh. Verstehe ich nicht. ja. Ich habe keine Seelen zum Aufmachen, ne? Das hätte ich mir jetzt irgendwie was gekauft. Vor allem, ich habe ihn mir schwerer gemacht, als ich da einmal als Mensch reingegangen bin. So ein Scheiß. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und höre erstmal auf, weil das hat ja sowieso keinen Sinn. Dann mache ich mir vielleicht nächstes Mal woanders weiter. Da können wir ja nicht weitermachen, weil ich muss erstmal einen Erzdämon besiegen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Bei diesem Sturmgebiet mit den Skeletten. Weil da kam ich eigentlich ganz gut voran. Außerdem kann man da gut fahren. deswegen. Ich werde nicht mehr ihn hier versuchen. Und Tofolatria habe ich so ein bisschen erstmal die Schnauze voll. Und das Sumpfgebiet, das mag ich gar nicht. Deswegen werden wir dann nächstes Mal hier so da weitermachen. Da, wo mein Kopf ist. Also der Kopf vom Charakter. Also hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis demnächst.